Hallo meine Lieben, heute gibt es mal wieder einen Film für euch, beziehungsweise eine Doku, und zwar Neverending Man, Hayao Miyazaki, das unendliche Genie hinter Studio Ghibli. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mich riesig darauf freue. Und das tue ich wirklich, denn die erste Doku war schon so gut. Und diese hier wird es bestimmt auch. So, dann schauen wir mal. Ein Blick hinter die Fassade des eigensinnigen Genies hinter Studio Ghibli. Ich werde auch mal schauen und sehen, inwieweit sich das denn unterscheidet von der ersten Doku. So, mit deutscher und japanischer Synchro geht 70 Minuten lang und wir bekommen als Extras einen Trailer und eine Bildergalerie. Hier fliegt uns auch gleich mal neue KSM-Werbung entgegen. Aber ich glaube, die haben wir sogar schon mal angeschaut. Müssten wir auf jeden Fall. So. Und dann, wenn ich sie rauskriege, haben wir hier noch unsere gemalte Disc. Also eine Disc mit gemaltem Cover. Ist auch mal eine coole Idee. Und passt natürlich auch in diesem Kontext. So. Und ich habe es schon in der Hand, wie ihr seht, unser Cover nochmal ohne FSK-Logo. Also ich bin wirklich gespannt, wie lange ging er gelang? Nochmal 70 Minuten. Ja, kann man sich wirklich mal anschauen. Wenn ihr euch für den ersten Film interessiert, beziehungsweise für die erste Doku ist es ja, ihr findet ein Unboxing und sogar eine Review zu der Doku auf unserem Kanal. Schaut da gerne mal rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Also diese Doku war wirklich wunderschön. Die muss ich auch nochmal schauen. Das könnte man sich tausendmal anschauen. Deswegen freue ich mich auch richtig auf die. Und ich werde euch dann berichten, inwieweit die sich dann unterscheidet von der ersten und ob sich ein Kauf lohnt. Schaut dafür einfach immer mal wieder auf Insta vorbei. Nicht, dass die sich hier überschneidet, beziehungsweise fast das gleiche ist. Aber KSM meinte auch, dass es eine neue ist. Und das eigentlich nicht der Fall sein sollte. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt. Holt sie auch, euch auch. Das ist, kann man nichts falsch machen. Also wirklich, dieser Mann ist einfach pure Liebe und genial. Und ich hoffe, er bleibt uns noch lange erhalten. Ja, meine Lieben, dann sind wir hier am Ende. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, schaut bei den anderen Sachen vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.